Wie geht's dir, Paradeus? Gut, ich habe das Spiel neu aufsetzen müssen. Warum? Weil mein Stroh Gras war. Oh, hast du bei den Texturen Fehler gemacht? Nein, ich habe bei dem Patch einen Fehler gemacht. Beim Patch? Ja, hast du schon mal irgendwas geerntet und hast die Strohablage angemacht? Nee, seitdem ich das zurückgepatcht habe, nicht mehr. Dann viel Glück. Okay. Ich habe das dann versucht, nochmal zurück zu patchen, also nochmal eine Stufe Retour. Ja. Also die 1.3.0 war ja das, was nicht unterstützt. Richtig. Ich habe dann noch einmal aktualisiert, also auf die 1.3.0, da war das Stroh wirklich Stroh. Ja. Dann habe ich das auf die 1.2.0, also 1.2.0.1 oder sowas war die Version dann, habe ich zurückgepatcht. Und da war das Stroh Gras. Dann habe ich gesagt, okay, gehe ich noch einen Schritt zurück, bin ich auf 1.0, also 1.1.0 zurück, war auch Gras. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt schmeiße ich es komplett runter und nehme die Originaldateien, die, die ich gekauft habe, also die mir zugeschickt wurden dann. Ja, und patch das dann. Und patche es dann auf die 2.0 hoch. 1-2, ja, okay. Ja, also auf die 1.1.2.0 oder sowas, was. Also komplett dann von dem, was ich gekauft habe, ganz am Anfang, auf Ja, das, ja. was wir dann brauchen. Und das hat funktioniert. Okay. Aber selbst das Zurückpatchen bis auf dieses 1.1.0 oder was es war, hat nichts gebracht. Dann will ich mal hoffen, dass das bei mir nicht der Fall sein wird. Weil ich habe Musst du keinen gerade Bock, aufhören meine damit. ganzen Texturen wieder zu ändern. Beziehungsweise, obwohl die Texturenordner könnte ich mir rauskopieren eigentlich. Ja. Und den dann wieder einfügen, dann habe ich die Arbeit nicht. Du nimmst gerade auf, gell? Oder? Ja. Ich bin am Aufnehmen. Okay, tipp. Also, um es kurz zu fassen, es sind mehrere Leute, die dieses Problem haben seit dem Patch. Okay. Sehr schön. Aber anscheinend nicht alle, wa? Ich sag mal so, vielleicht redet keiner drüber, weil derjenige dann wahrscheinlich denkt, oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Hoffentlich kommt es nicht raus, dass ich was falsch gemacht habe. Oder so nach dem Motto. Ich weiß es nicht. Also rein theoretisch, so wie ich es jetzt einen halben Tag gelesen habe, müsste jeden betreffen. Okay. Super. Du machst mir echt Mut. Ja, wie gut, dass ich noch nichts ernten will. Dann werde ich das mal im Singleplayer mal ein bisschen ausprobieren und gucken, was da passiert. Na, gut zu wissen. Nee, ich habe gedacht, jetzt kommt es. Kann doch nicht sein. Na, hin und her gepatcht heute. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß jetzt, fertig. Runterschmeißen. Und neu drauf. Ja, und das hat funktioniert. Jetzt hat er gerade gesagt, ich brauche irgendeinen John Deere Ja. 9RX. Korrekt, den hast du auch schon. Der war in den Mods schon drin, ja. Den hast du auf jeden Fall von der Nordfriesischen, da habe ich den mit reingenommen. Muss ich mal gucken. Weil ich habe bei mir auf dem Rechner komplett hier Ordnung gemacht. Und da habe ich einiges geschoben und gezogen und gemacht und getan. Ja, ich musste hier eben auch schon wieder eine halbe Stunde rumbasteln, bis ich auf den Server kam. Anton hat schon wieder irgendeinen Anhänger dazugefügt und der hat Luas geschmissen und ständig beim Laden hat er gesagt, synchronisiere mit anderen Spielern, obwohl keiner drauf war und er hat nicht synchronisiert. Ich musste es Ja, jedes Mal abbrechen. dann tut das regelrecht einfrieren, beziehungsweise es macht was im Stand. Ja, dann habe ich jetzt diesen komischen Anhänger, der Luas schmeißt, runtergeschmissen und dann kam ich auch drauf. Na, super. Muss ich. Und zwar. Hier drauf. Ja, ich bin gerade dabei, ich habe das Feld, wo die Wiese hinkommt, gerade nochmal gedüngt, die zweite Stufe. Okay. Und sehe da jetzt die Wiese drauf an, damit die auf jeden Fall schon mal wachsen kann. Okay. Ja, das war das Erste, was ich gemacht hatte. Das heißt, wir können aber alle anderen Felder auch nochmal düngen. Dann haben wir die beiden Düngestufen auf jeden Fall durch. Überall und können in Ruhe ansehen und dann haben wir Zeit und können gucken und warten und machen und tun. Kriegen So, und ich sehe gerade jetzt hier beim Ansehen, das, was man quasi mit diesem Landschaftsbau an umdesignt, das bleibt auch so. Das pflügt er gerade nicht, obwohl, nee, kann er ja auch nicht, ist ja auch nur eine Sämaschine. Ja, keine Direktsaat.
Nee, auch beim Gruppern hat er nichts gemacht irgendwie irgendwo, aber Achso, das ja, das ist gut. erstellt wird ja nur mit dem Flug. Schön zu wissen. Ja, mit dem Flug könnte So. es vielleicht möglich sein. Nicht ausprobieren. Lieber nicht. Also, ich habe ihn gefunden. Ich habe den nicht reingeschoben gehabt in den Ordner. Ich bin gleich auf dem Weg. Ja. Spiel wird gestartet. Keine Hektik. Ja. Nur keine Panik auf der Titanic. So hast du es für alle Genau. da. So, Multiplayer. Ja, Anton will auch noch kommen. Ich weiß nicht, wann der Feierabend hat. Allzu lange werde ich heute dann nicht machen. Ich auch nicht, Ich bin hoffe, der ist ja bis sogar dahin da alles. gewesen, weil er fragte, ob ich noch ein bisschen beim Häckseln helfen kann. Irgendwie ein halbes Feld hätte er wohl noch über. Ja, dann lief's doch gut, gar nicht schlecht mit ihm. Ja. Was ich hatte, ich habe es ja dann neu installiert gehabt, den 1.2. irgendwas Patch da drauf getan. Dann war das Stroh auch wirklich Stroh, aber ich konnte meine Maus nicht mehr bewegen, also meine Ansicht. Toll. Ja, das ist das Was ich nächste. Wenn ich meine. das neu machen muss, dann muss ich auch meine ganze Tastaturbelegung wieder neu machen. Die kannst du ja sichern, oder? Nee, ich glaube nicht. Wäre mir neu. Doch, in den My Games Ordner. Settings. Ach so. Ja, da ist alles drin, von Grafik bis über Einstellungen etc. Dann muss ich da mal reinschauen. Also das müsste gehen. Ah, habe ich mich heute reingelesen, das ganze Zeug. Ja, das wird ja Heftig, noch also interessant, wenn ich den Fehler auch habe. vom 19er zum 17er ein krasser Unterschied vom Aufbau ja. Leck. Aha, da ist die Synchro. Achso, ja. Ich stoße jetzt dazu. Ja, Da habe ich gemerkt. war doch was. Jo. Ja, damit schaffen wir heute vielleicht noch. Ja, wobei alles anzusehen, glaube ich nicht. Ja, okay, wir haben zwei Saatmaschinen. Ja, wobei mehr mit der eine gemacht werden muss. Ja, Mais oder sowas nehmen wir noch gar nicht, oder? Doch auch. Ja, okay, immerhin. Weil die Wiese, ja, die ist ja, wird ja groß genug. Ja. Aber ich würde halt auch dennoch für Silage nicht nur rein Gras benutzen. Habe ich eben nämlich schon erzählt, dass ich das halt ein bisschen real halten möchte, dass man das, wenn dann überhaupt, auch vielleicht mischt und nicht jetzt nur rein Mais und rein Gras, sondern dass man eine Mischung aus Gras und Mais macht für die In den Silage. Silos dann, Ja. oder? Ja, finde ich gut. Bin da. Zuckerrüben lassen sich da ja leider nicht reinschnitzeln, sonst würde ich das auch noch machen. Ein paar Kartoffelscheibchen drüber. Ja. Bisschen Käse und dann schön mit dem Solarium oben drauf bräunen. Zwei Flaschen Cognac drüber und so. Alter. Ja, Mensch, wird das ja mal langsam hier. Können wir bald anfangen zu arbeiten, richtig? Beziehungsweise Geld verdienen ist auch schwer, aber. Ja, Ja, eigentlich das noch erst eher Geld langsam. ausgeben für die Viecher, bevor dann wieder Geld reinkommt. Also ich fand dieses Feld, wo du jetzt hier drauf bist, ist vom Bearbeiten her das Größte. Das ist auch das Wegen dem Größte. Gefälle und das alles. Also es ist, boah, hat es in sich. Es ist auch schon eine ganz schön große Wiese. Das wird interessant, die zu mähen und das Gras aufzusammeln. Ich glaube tatsächlich, einmal hier Heu und einmal Gras aufsammeln, das dürfte schon echt eine Menge werden. Ja. Ich habe auch eben schon einmal erzählt gehabt, von wegen, wenn wir irgendwann vielleicht in die Situation kommen, dass diese Wiese einfach zu groß ist, weil wir sie gar nicht die Mengen mehr benötigen, weil die Lager schon voll sind und so weiter, dass wir es vielleicht dann doch einmal pflügen und irgendein kleines Feld zu einer Wiese machen und das hier dann ganz normal bewirtschaften.
wenn sich die Situation irgendwann mal ergeben sollte. Da könnte man ja immer noch auf die hier 43 zum Beispiel gehen. Die ist ein kleines bisschen kleiner als die 29 jetzt, wo du jetzt drauf bist. 43? Ach, da oben. Ja. Ja. Wobei Oder die das 34. schön, ja, wahrscheinlich eher die 4, weil das Schöne ist halt an dem Feld ja auch, dass wir direkt vom Hof aus hier hinkommen, Ja. weil eine Wiese hast du die meisten Arbeitsgeräte, die da benötigt werden. Ja, die ganze Fahrerei und alles. Genau, Stimmt genau. schon, hast du recht. Aber wir gucken. Ich weiß nicht, was die Viecher hinter an Mengen wegklatschen an Gras und an Heu und so weiter. Das Das werden wir stimmt. rausfinden. Vielleicht brauchen wir die Wiese ja doch. Vielleicht ist sie ja gerade so ausreichend. Ich denke schon, dass wir das gut aufteilen können, wenn wir es ja komplett mähen. Da kann man ja Gras machen, da kann man Heu machen, da kann man mit in das Silo ein Teil rein. Also man kann sie regelrecht dritteln. Genau. Also das ist. Das Praktische ist ja auch halt, dass wir für den Big X das Schneidwerk haben, dass du hier quasi mit dem Trecker mähen kannst und mit dem Big X das gleich zerhäckseln kannst für die Silage. Ja. Dann kann man hier zu zweit drauf arbeiten, dann geht das Ganze auch ein bisschen fixer. Ich sehe gerade hier auf dieser Map haben wir diese Fruchtsymbol-Dinger da noch gar nicht drauf. Nee. Da sieht es noch aus wie dieser Maiskolben da, Sonne, ja. Richtig. Diese Comic-Symbole. Boah, mich stören die aber auch. Ich Ich habe jetzt die finde. neuen noch nicht gesehen von der Nordfriesischen, aber mich stören die halt auch Ey, nicht unbedingt. göttlich, ich bin schon total verwöhnt. Und ich finde, er hat auch die Texturen von den einzelnen, also jetzt auf dem Feld selber. Ich denke mir, der hat die auch mit überarbeitet. Also von vorher zu der neuen Version. Ich sehe einen Unterschied. Okay. Oh, ich habe die Brille schon mal gefunden. Schon, das ist ein Unterschied. Jetzt sehe ich auch gerade wieder, ich wollte meine Sichtweite mal wieder hochstellen. Ja, so ein winziger Radius um mich herum. Auf was soll ich denn meist sehen? Erstmal würde ich sagen, die anderen Felder vielleicht nochmal alle schnell überdüngen. Nochmal einen Dünger draufschmeißen. Genau, dann haben nämlich alle, also wenn sie es auch annehmen und alle Ich dann wollte. zweite Düngestufe haben, hier ging es auf jeden Fall auf dem Feld. Okay, Also, dann geht es da oben auch. ja. Trecker Weil steht auch noch ich. auf dem Hof, der 700er Fendt mit dem Düngestreuer. Da, perfekt. Und dann, Düngen ist ja eine schnelle Nummer, und dann können wir ansehen. Mais, ich habe schon überlegt, wo wir das hinmachen könnten. Ja, okay, du wirst mehrere, hast du gesagt. Ja, ich war am Überlegen, ob wir da hinten die 46, 47, 48 nehmen, dass wir da komplett durchrasseln können. Dass ich alle drei voll mit Mais knall und fertig. Mal gucken, wie weit es langt und wenn es zu viel ist, das nächste Mal weniger. Ja, wobei ich jetzt schon die Ver obwohl ja, obwohl zu viel können wir, also ich glaube, bis beide Bunker randvoll sind, da können wir wahrscheinlich noch einiges häckseln. Gehe ich mal von aus. Aber das Okay. könnten wir theoretisch machen. Die 46, 47, 48, dann hätten wir noch die 43, 34 und 40 für was anderes. Für, was brauchen wir denn noch jetzt? Pass auf, da fallen jetzt wieder Hafer 34. bräuchten wir noch. Da fange ich jetzt wieder 34 an düngen. Danach mache ich die 43. Ja. Und dann arbeite ich mich von der 46 über die 47 zu 48. Genau, und dann vergiss die 40 unten nicht. Ja, dies ist dann die letzte. Zack. Kurve. 34, danach 43. Oh mein, mehr Zettel. 46. Geht aber auch halbwegs fix mit der Sämaschine hier. Die hat auch eine gute Arbeitsbreite. Nur 12 Meter. Ist jetzt bei dem Feld natürlich ein bisschen, ne? Bei allen anderen Feldern ist es auf jeden Fall ausreichend erstmal. Frage, wir haben Dünger noch bei uns im Lager, gell? Ja, aber der Hänger müsste noch voll genug sein. Ah, es ist halb voll. Soll ich mal Das so reicht. einfach anfangen und gucken, wie weit es geht, oder? Das reicht noch locker halb voll. Würde ich behaupten. Ja, es ist ja kein Kalk, also. Ja. Mal, das große Feld habe ich jetzt halt schon. Und wenn er jetzt noch halb voll ist, dann müsste das ja eigentlich hinkommen. Das. Und wenn nicht, ich finde einen Hof. Genau. Wie gesagt, Geld habe ich das letzte Mal keins gebraucht, bis einmal tanken und reparieren. Ja gut, das muss ja sein, zwischendurch mal, ne? Nö, also ja, habe jetzt nichts gekauft oder irgendwie sowas. Hielt sich alles in Grenzen. Ja, wunderbar.